Wir haben heute mal was anderes für euch. Und zwar spielen wir mal wieder eine Battle Map, die auch wieder gegen Mobs gehen wird, so wie Wither's Challenge. Nur ist das hier eine Map, die, soweit ich weiß, eher keine Ende hat, sondern beziehungsweise in der Schwierigkeitsgrad eher zum Ziel sich gesetzt hat, dass man möglichst weit kommt im Level. Und das wollten wir jetzt immer ausprobieren. Wir haben die alle drei noch überhaupt nicht angetestet, deswegen wissen wir gar nicht, was uns erwartet. Und ich klicke hier mal das Knöpfchen, da kriegt man ein Buch. Und hier stehen so ein paar Informationen drin, was man machen Mein kann. Buch. An alle, die gerade mitspielen, also Celeste und Mindraptor, man soll die Wolken ausschalten Was und wollten? Smooth Lightning anschalten. Das machen wir jetzt alle mal. Wir haben es natürlich vorher nicht geübt. Sind die Wolken? Deswegen halt. Wolken Oh, sind mal wie man um die Klamauken die auf. Klamauken. Wo sind die Wolken Die sind drin? bei Details. Details. Yep. Wolken aus und Smooth Smooth Lightning Lighting an. an. Und das ist unter? Smooth Lighting. Sachen gibt's. Er ist ja an. So. Super. Gut, in dem Buch steht dann noch. Genau, hier steht, was bei den Waves kommt, also es ist jetzt eher weniger interessant. Und hier steht dann noch drin, was man für die verschiedenen Upgrades kriegt. Es ist vielleicht ganz interessant zum Lesen in den Phasen, wo man sich Upgrades kaufen kann. Wobei ich noch keine Ahnung habe, wie das funktionieren wird. Also die Map ist für ein bis drei Spiele. Man konnte das nirgendwo einstellen, deswegen gehe ich davon aus, dass es das einfach funktioniert. Was dieser Knopf hier bedeutet, weiß ich leider nicht. Geht's vielleicht los? Da geht es wahrscheinlich los, ja. Hier kann man die Schwierigkeit einstellen. Schau auf normal. Wollen wir es auf normal probieren? Ja, ich weiß nicht, wenn wir auf hart spielen, kacken wir bestimmt voll ab und es wäre dann mega peinlich. Ich bin ja für Mental. Na gut, dann ist es halt noch peinlicher, wenn wir auf normal abkacken, aber okay. Ja. Hart können wir schon machen, Wir probieren mal oder? normal aus. Und nach dem kurzen Intro geht's auf jeden Fall los. Ja, und dann fangen wir direkt an, würde ich sagen, oder? Alle soweit? Feuer. Ich glaube, es muss jeder drücken. Das muss jeder drücken, dann drückt auch mal. Oh ja, ich bin schon da. Boah, es ruckelt beim Laden. Naja, wie wenn jetzt er der von Kammer zu Kammer teleportiert. Nein, das ist nur eine Kammer. Es ist nur ein Raum. Die Mobs kommen. Nein, beim die Items, wo wir Ach, erhalten das haben von meintest Kammer. du. Aber irgendwie habe ich keinen Pfeil. Ich auch. Ich habe einen Fall, hast du? Kann es sein, dass ihr mal wieder zu schnell hintereinander gearbeitet habt? Halt gar nicht, ich habe voll viel Abstand dazwischen. Hast du. Ja. Ja, keine Kannst Ahnung, du schieß mal los. schießen? Wenn es Skelette gibt, kriege ich irgendwann früher oder später einen Pfeil. Ja, Willst du oder das machen, ja? gib dir einfach schnell einen Pfeil. Nein, das wird auf jeden Fall nicht gemacht. Ja, ist Das doch ist wurscht. ja. Wie gesagt, man kriegt schon einen. Moment, ich kann Okay. dir hier einen hinschießen. Nope. Geht das? Nope, geht natürlich nicht. Kannst du nicht Das aufheben? sind wie die Ja. Pfeile der Skelette, die kann man nicht aufheben. Es ist ein Infinity Bow oder was? Ja. Hey, Level 0 alles. Ja, komm, Gut, also. hier geht die nächste Wave los, scheinbar mit dem Knopf da hinten. Was ist Vielleicht das für sollten ein wir erstmal die Knopf? erste Wave. Shop. Stop. Ach, Shop. Shop. Hoppla. Oh, cool, da ist das Scoreboard. Oh, wir haben Ja, schon XP. sind dann alle soweit? Ja. Dann mache Hau ich die rein. mal. Ups, scheiße, Ja, da gibt es ja fick dich halt, du Stück Scheiße, ey. PvP. Apropos PvP, kriegen wir nichts zu essen? Das sind überall Kuchen, Das kann muss man man die sich essen? wahrscheinlich. Ach, die Kuchen kann man Ah, natürlich tatsächlich. essen. Gut, ich Magic. drücke auf den Knopf, ne? Ja. Also, los Arbeiten wir eigentlich geht's. zusammen oder gegeneinander? Es ist eigentlich überhaupt nicht Wir geladen hier. sollten dicht beieinander bleiben, ne? Nein, dann schlagen wir uns gegenseitig. Ah! Ach du Was ist denn jetzt Scheiße. passiert? Was nur arg rufen? Oh ja. Irgendwer ist in mich reingesprungen. Also ich fange einfach mal mit dem Netzeln an. Alter. Das ist echt nicht. Alter, das Wir ist echt. sollten Wir nicht sollten kurz. nicht auf die gleichen Gegner gehen. Ja. Upsala. Also Wave 1 sind hier scheinbar Zombies, Ah. die von Level 1 sind. Die gehen auch recht einfach kaputt. Obwohl wir. Ah! Wir schlagen uns gegenseitig hier, glaube ich, Ach, mehr. ihr schlagt dauernd auf mich. Nein. Das wäre echt heldenhaft von euch. Hat aber eine Akku gepullt, ey. Ich muss Ich tanken. habe das Gewitter gehört. Irgendwas ist passiert.
Oder ist es Zufall? Oh, jetzt habe ich, glaube ich, aus Versehen den Celestor angeschlagen. Ja, ich habe nicht mehr volle HP. Ich auch nicht. Alter! Ich glaube, ich esse mal einen Kuchen. Boah, die Wave geht dauert eine Weile. Boah, ich verstehe gerade gar nichts. Das ist so fucking laut. Würde ich es leiser machen. Ja, da bin ich gerade dabei. Oh, scheiße. Ah, ich verreck gleich. Ey, ich habe nichts mehr zu essen. Ich bin auch so gut. Ja, Kuchen. Ist mir schon klar. Ich habe fast den ganzen auf einmal essen können. Wie kann man die essen? Ach, Rechtsklick. Ah, Tatsache. Haltet euch mal an den Bogen. Ich glaube, es ist ja besser. Aha, da war ja was. Also, hier drüben sieht man, wie weit die Wave schon abgelaufen ist. Es ist nur noch ein Viertel übrig. Jetzt nur noch ein Achtel. Och, scheiße. Hä? Und es steht auch im Text. Da, nee, ach, auf da? Der anderen Seite. Hä? Da, an diesem Kreis. Oder dem... Ach, der, ja. Ja, ja, wenn das Rote weg der ist. Der kleine Rote. Ah. Ah, wir müssen sie nicht mal alle töten. Ah, man muss nur so lange überlegen. Hey. Du hast am meisten Gold, du Cheater. Du hast immer noch kein Fall. Re-equipping. Doch. Oh, ja. Ah, jetzt hat alles funktioniert. Nice. Also die erste Wave war für meinen Raptor mit Schwierigkeitsgrad 2 sozusagen. Ja, naja, ich meine, solange keine Skelette da sind, brauchst du keine Gut, Bogen. Und jetzt sieht man hier, wir haben scheinbar für jeden Kill, hat jeder Gold gekriegt als Währung, also Kills. Ich habe 19, Raptor hat 18 und Celestor 14 Kills gemacht. Und ich nehme an, man kann jetzt in den Shop gehen und was kaufen. Und ich würde sagen, ach, das ist für jeden dann. Return, okay. Upgrade, Abilities, Gift, Gold. Okay, check ich nicht. Wer redet? Wir sollten nicht durcheinander reden, meine ich. Soll ich reden? Ja, was bringt das? Was soll das? Ja, ich nehme mal an, dass das verschiedene Räume sind, in die man jetzt kommt. Bei Abilities kann man Fähigkeiten leveln, bei Upgrades kann man seine Stats upgraden, bei Return kommt man zurück auf die Fläche und bei Gift, Gold kann man wahrscheinlich Gold einer anderen Person geben. Ich kann jetzt zum Beispiel Gift, Gold machen und jetzt kann ich an den Celestor 5 Gold abgeben, wenn ich das wollte. Sonst, ja, yeah, der ist doch gut, wenn es ungleichmäßig wird, ist eine gute Idee. Nee, das klang gerade so gehässig. Ja, natürlich, ich habe halt, es ist scheinbar für jeden extra, weil ihr seid noch da. Heals everyone. Ja, das ist Überheal. Ja. Über ist doch ein englisches Wort, sozusagen, inzwischen. Ja, ich gehe auch mal zu den Upgrades. Ultra Kill. Aber die Abilities interessieren mich jetzt 25. noch nicht so. Gift Gold. Aber dieses. Also, man kann hier Double Attack, Gold. Defense. Ich glaube, es ist sehr verwirrend, wenn wir durcheinander sprechen. Ja. Sprich. Attack, Defense und Agility leveln. Das kostet jeweils 50 Gold, also wir können uns bei weitem noch nichts leisten. Und wie man sieht, ist es dann hier so eine Reihe, wo man dann hochleveln kann. Bis Level, keine Ahnung, sieht so nach 8 Leveln oder so aus. Und in dem Buch steht, was man dann dafür kriegt. Das heißt, wenn ich jetzt, Waves. Wenn ich jetzt Attack upgrade, dann kriege ich ein Stone-Schwert anstatt dem Holzschwert, was ich derzeit habe und so weiter. Also es ist ganz nett gemacht. Jetzt kann mal einer die Abilities analysieren. Also Überheal, jeder wird geheilt, kostet nur 10 Gold, könnte man sich mal eins kaufen. Doppelt Gold kostet 25 Gold, wird wahrscheinlich erst Sinn machen in höheren Level, weil jetzt haben wir gerade erst insgesamt 18 verdient, es wäre ja unsinnig gewesen, das auszugeben. Naja, so früh wie möglich, würde ich sagen. Aber es gilt ja dann auch nur für mich, vermutlich. Das ist wahrscheinlich der Fall, sonst würde da stehen für everyone. Ja, und wie gesagt, wahrscheinlich macht das auch erst Sinn, wenn man bessere Waffen hat und mehr Leute, also schneller tötet, denke ich. Ja gut, die Frage ist, die Gegner werden natürlich auch stärker. Aber jetzt können wir erstmal in die nächste Runde gehen, wir können uns ja eh noch nichts wirklich leisten, was dann sinnvoll ist. Auf jeden Fall Ultra Kill, kills all Mobs. Wie gesagt, das Überheal, das kann ich mir leisten. Das ist auch hier mit einer Lampe unterlegt. Mhm, ja, weil du es dir leisten kannst. Das kann ich mir leisten. Vielleicht sollen wir das mal machen? Soll ich mir mal kaufen? Ja. Spaß, das ist einfach ein Trank quasi. Gut, dann wenn einer schreit Heal, dann machst du das. Irgendwie und wie funktioniert das jetzt dann? Machen? Ich hab keine Ahnung. Steht es vielleicht ich weiß, wie das geht. Das habe ich selber schon mal ausprobiert. Wenn du das droppst, hast du es nicht mehr im Inventar und es merkt ein Command-Block, der dann aktiviert wird. Ah. Das habe ich auch schon mal probiert. Es ist echt eine gute Idee. Aber das ist ja ein Trank, den ich werfen kann. Ja.
Dann muss ich einfach. Ja, gut, du musst ihn halt läuft irgendwo ja auch genau. Ja, ja, klar, läuft ja darauf hinaus, dass es weg ist. Es steht allerdings in den Regeln, falls ihr es noch nicht gelesen habt, man soll Skills nicht zu dicht an anderen ausführen, weil sonst ja nicht richtig zugeordnet werden kann, wer den ausgeführt hat, wahrscheinlich. Ja, gut, bei dem ist es ja relativ egal. Bei dem ist es egal, nur bei den anderen halt. Also, gut. Return wir mal alle. Return, ja. Ich wäre soweit. Ich bin da. Hoi. Next Wave. Next Wave, würde ich sagen. Aber wisst ihr, was ich schon kommen sehe? Ich drück. Wenn die Kuchen alle weg sind, geht's zu Ende, ne? Gehen die. Achso, die gehen Meinst weg. Meinst du das? Okay. Ja. Die halten ja lang. Habt ihr die ja schon leer gefuttert? Ich habe einen ganzen Kuchen essen müssen schon. Ich habe einen fast ganz gegessen. Ich habe eine Scheibe gegessen. Ja, egal. Next Wave ist gestartet. Genau. Hier sieht man im Übrigen auch, glaube ich, genau, was spawnen kann. Wobei das scheint zu backen. Nee, das sieht nur so aus, weil es halt so ein Display ist. Ach, das war das vorhin. Man wird hier hingeportet. Also man sieht jetzt hier, dass man in Level 2 ist und so. Und wie gesagt, dieses rote Ding hier ist der Fortschrittskreisel. Der ist jetzt noch voll und wenn der dann weiß ist, hier sieht man es, ist die Wave vorbei. Das ist echt nice gemacht. Das ist vermutlich nur eine Frage, also eine Zeiteinstellung, oder? Nicht von dem, wie viel man getötet hat. Nein, ich denke, dass es also nach es der ist Zeit... ist eigentlich sinnvoll, so viel wie möglich zu killen. Das sowieso, ja. Das wäre es ja in jedem Fall. Aber das setzt einem schon ganz schön hart zu. Also ich denke auch, dass das auf die... Alter. Auf die drei Spieler reagiert. Also ich denke mal, wenn wir jetzt alleine gut, wären... Das einzubauen ist ja nicht so hart. Ja. Na gut, bei der Wizards Challenge haben sie es nicht für nötig gehalten. Ja, gut. Aber das Frage, Alter, ich sterbe schon wieder fast, ey. Aber noch, mach nicht Heal. So schlimm ist es noch nicht. Ich musste nur was essen. Also denk dran, was zu essen. Das geht echt schnell vorbei. Wann ist eigentlich... Was passiert, wenn man stirbt? Das werden wir herausfinden, sobald einer stirbt. Und ich bin mir sicher, dass es passieren wird, um ehrlich zu sein. Ach, hier steht's ja. Man hat drei Leben. Beziehungsweise hier steht's nicht. Die drei Leben gelten vielleicht für alle von uns. Also, wir können dreimal sterben insgesamt wahrscheinlich. Alter, dabei wieder das Gewitter. Ach, Gewitter kommt, wenn die Wave over ist, kann das sein? Ja. Oh, ich hoffe, ich habe auf keinen geschossen. Also, jetzt sieht man, unser Gold ist weiter hochgegangen. Hier kriegt man immer schön seine Items und jetzt könnten wir... Na gut, Stats können wir uns immer noch nicht leisten. Alter, guck mal, wie viele Kills ich gemacht habe. Ja. Ich habe als einziger Gold ausgegeben. Oh, du hast scheinbar ziemlich viele Kills gemacht, ja. Krass. Ich glaube, ich kaufe mir immer so ein Double-Gold. Seit du den Bogen hast, du bist doch unser Bogenexperte. Yep. Ich nehme mir so ein Double-Gold, ich probiere jetzt auch das also Double-Gold aus. Ich muss sagen, bei den Spinnen... Geh mal in den Shop, ne? Ach, du bist schon im Shop? Ja. Wieso bei den Spinnen war es wirklich sinnvoll, Bogen zu benutzen, weil die dich da nicht angreifen können. Also ich probiere jetzt auch mal das mit dem Double-Gold aus. Dann kannst du es auch vorlesen, weil bei mir wird es nicht ganz angezeigt. Der Text ist zu lang. Cheese Double-Gold. Oder, Moment. Kann doch, das hier, sein? Okay. To use throw at feet. Das ist vielleicht für eine ganze Wave. Du meinst den Text hiervon, ich verstehe. Wir müssen ganz nach rechts ziehen, sonst sieht man es nicht. Das ist etwas... For everyone. Ah, das ist doch everyone. Für alle. Ja, also, cool. Nicht gleichzeitig. Achso, das müssen wir, wenn dann, am Anfang von der Wave machen. Ja, und aber nur einer von uns beiden, ne? Ja, wer macht's denn machen? Ich kann's machen. Ich hatte mehr Gold als du. Ja, dann mach du. Dann müssen wir vielleicht zusammen return. Stehen. Nein, eben nee, nicht. Eben nicht. Ich hab's doch vorhin erst gesagt. Aber selbst bei der Fähigkeit müsste dann eigentlich egal sein, wenn es eh jeder kriegt. Aber ist ja egal. Sonst wird's vielleicht... Sollten wir trotzdem dran halten. Irgendwie doch. Ja, also wie wär's, wenn der Keycon an den Button geht, wir beide gehen an die andere Ecke. Wobei, dann werden wir werden eh zusammen geportet. Ja. Ich gehe dann von euch weg und aktiviere es, sobald die... Nein, das steht nicht dort. Vielleicht die ganze Wave, ich weiß es nicht. Ich aktiviere es, sobald die ersten Mobs da sind, ganz aber dann einfach. Müssten wir sich ja jede Runde kaufen. Dann wäre es ja jede Runde sinnvoll, wenn es die ganze Map... Ist ja egal, ja. Ja, jetzt lass es uns einfach ausprobieren. Und es geht... Skeletons mal 3. Also, Bogen raus. Und los. Also ich hab's aktiviert. Oh, das ist wahrscheinlich das Zeichen gewesen, dass es aktiviert wurde. Oh, shit. Da muss man echt aufpassen. Die tun schnell mal hinter einem spawnen. Also es ist jetzt natürlich wieder eine Map, wo man nicht so richtig ins Reden kommen kann. Ja. Oh, scheiße, ey. Hast du mich gerade abgeschossen? Ja. Wie nett.
gut, dass du, dass wir noch so billige Waffen haben. Sonst würde das noch richtig Schaden machen. Ja. Nee, was wollte ich sagen? Ja, das ist leider wieder eine Map, wo wir jetzt nicht sonderlich frei reden können, weil wir alle nicht wirklich multitaskingfähig sind, glaube ich. Und du bist während wir hier kämpfen. Ja, das mag ist voll sein. Lustig, das sieht man in den Battles öfters. Wenn du anfängst, irgendwas zu erzählen oder nachzudenken, dann hörst du auf zu bauen. Das ist so geil. Alter, ich bin fast tot. Dafür rede ich nicht so viel Scheiße wie du. Fuck, ich bin tot. Sehr gut. Oh nein. Schau, das war jetzt gerade der Beweis, dass mein Raptor überhaupt nicht multitaskingfähig ist, weil er hatte das Heilteil. Er hat geredet und schon stirbt er, weil er nichts mehr mitkriegt. Ja, vorhin ist man nicht so schnell gestorben. Da konnten sich die Viecher ja auf Abstand halten. Oh ja, ja, ich sterb auch. Geh halt weg, die pullen nur Akku, wenn du innerhalb von 16 in der Nähe bist. Hey, die Wave ist vorbei. Oh. Hast du noch überlebt? Ich hatte noch ein Herz. Was war jetzt dann bei dir? Bist du in irgendeinen Raum gekommen oder ich was? Ich war auf einer Kante gestanden in der Nähe. Wie auf einer Kante? Ja, hier oben ist hier irgendwo eine Kante. Ah, da hinten, glaube ich, war das. Zuschauen können. Ja, ja. Also jetzt sieht man hier, na gut, das hat aber uns keinen... Ich habe 25 Gold verloren dabei, muss ich sagen. Ah, du hast 25 Gold verloren. Ja, ja. Wir haben nämlich kein Leben verloren, wenn das hier die Lebensanzeige ist. Wir haben immer noch 3 Leben. Ich denke nicht, dass das ist das vielleicht die Anzeige der Wave, als Wave Nummer 3 war. Das rechts ist die Wave die Nummer 3. Das da links ist die, sind die Leute, Spiele. Die mitspielen. Ja, ja, ja. Ja. Alter, dann kostet es scheinbar nur Gold, wenn man stirbt, oder? Ja, aber wenn du kein Gold mehr hast, hast du wahrscheinlich ganz verloren. Das mag sein, ja. Das heißt, wir sollten eigentlich immer 25 Gold Minimum behalten. Denke ich. Es ist sicher nicht verkehrt, Ich habe übrigens auch mein Ability verloren. Heal All. Das ist natürlich bitter. Ja. Du hast überlebt, Celestor, ne? Ich habe überlebt, ganz gut, knapp. Gut, dann hast du deine Doppel-XP noch. Aua. Ja, ja, die werde ich, Doppel-Gold. Die werde ich natürlich nächste Runde direkt am Anfang anwenden. Ja, ja gut, will jemand was einkaufen? Ich nehme mich nicht. Ich oder es kauft sich... Ein Gold. Warte mal, ich habe relativ viel Gold. Ich kaufe mir das Heal All, würde ich mal sagen. Okay. Und sag's dann, wenn du low bist, ne? Ja. Sonst bringt das wenig. Wenig. Woher habt ihr eigentlich, dass man PvP anstellen muss? Weil ich glaube, das ist sehr kontraproduktiv. Das war doch bei der Witters-Challenge, war es auch nicht so, oder? Oder war es doch so? Es stand nichts dabei. Oh ja. Yeah. Und für mich ist PvP an der Standard, weil das ist auch, wenn du Open to LAN machst, standardmäßig an. Okay. Und wenn der Map-Ersteller das gewollt hätte, hätte er uns alle in ein Team werfen können und dann Friendly Fire anmachen können. Über das Team unterscheidet er, wer wie viel Man Gold kann hat. In beliebig vielen Teams sein. Ach so. Ja. Hm, wusste ich nicht. Wieso bin ich im Shop? Alle kommen in den Shop, wenn einer den Knopf drückt. Nein. Alle, die nah genug am Knopf stehen. Ja. Gut, sind wir soweit? Ich bin weg. Ich bin soweit. Ich versteck mich. Hier findet mich niemand. Ich starte, ne? Und ich mach dann gleich Double Gold. Was ist diese Runde dran? Wann kann ich das zünden? Steht jetzt? Hier nee, oder erst, wenn wir geportet werden, ne? Creeper! Creeper sind dran! Ach du fuck. Ach du Scheiße. Okay, ich lauf mal weg und zünde. Leute, so bleiben mies. Wir jetzt diesmal dicht zusammen. Jeder guckt auf eine Ecke. Wenn wir dicht zusammen sind und einen Repeat, wow, ein Creeper erwischt schon uns. Einer. Oh je, aber wir können. Die sind Level 1, die machen bestimmt nicht viel Schaden. Oh, Scheiße! Okay, 2,5 Herzen aus der Nähe. Wow. Die erwischen einen ganz leicht von hinten. Ja. Fuck, schon wieder. Fuck, Alter, ey. Warum hast du nichts gesagt? Ja, da war ein Creeper und hat mich in die Luft gejagt. Oh je. Was hätte ich denn da sagen sollen? Oh je. Leute! Wie kommt man hier Muss wieder ich jetzt runter? Dauert ohne das? Euch die Wave durchhalten? Ja. Ah, die pullen ja. Man muss nur weit genug weg sein, dann pullen die nicht aggro. Die spawnen doch. Aber in allen Ecken, da bist du nie weit genug weg. Ja, 4 Ecken halt, ne? Aber da muss man sich immerhin nur um eine Ecke kümmern. Ja. Nee, die spawnen nur in 3 Ecken, oder? Nein. In 4. Nee, stimmt, hier spawnt gar keine. Ja. Die aber spawnen nur an 3 Ecken. Da war ja auch Creeper mal 3, ne? Ja, das sind, weil so wie es, ja, ach so, so wird es eingestellt. Das sind 3 Spieler, es kommen halt 3 Mal Creeper. Das würde Sinn Creeper. Ergeben, ja, das würde so 3 Scheiße. Fuck. Ja, wenn du mit dem Bogen anschießt, dann werden sie natürlich gepullt, ne? Ja, ja. Aber den habe ich nicht angeschossen gehabt. Der ist gekommen, weil ich zu nah an denen da links war. Nur noch 10 Sekunden. Wieso haben wir nicht schon mehr gemacht? Da hätten wir eine Ausrede gehabt, dass wir sowas sagen. Ja, da wären wir jetzt schon längst alle 10-mal gestorben. Das hab ich doch extra gesagt, ey. Boah, ihr seid jetzt ganz schön pleite, ey. Ja, aber man kommt halt auch nicht hoch, wenn du es schaffst. Ja. Das wird immer schwerer. Ich hab überlebt. Also man muss defensiv spielen. Man sollte in das Eck gehen, wo nichts spawnt. Das ist ja auch Cake Defense, nicht wahr? Oh.
Okay.